So Leute, heute soll es hier mal um den Ninja Skin gehen und um ein Season 3 Trailer Konzeptvideo, was sehr, sehr krass ist. Das schauen wir uns aber gleich an. Bleibt auf jeden Fall dran, lasst doch gerne ein Like da und auch ein Abo da, falls ihr neu da seid. Danke für euren Support. Ich würde sagen, fangen wir mal mit dem Ninja Skin an. Die wichtige Nachricht ist hier, dass das Ganze am Sonntag verschwinden wird. Wahrscheinlich von Samstag auf Sonntag und nicht Sonntag auf Montag. Aber da bin ich mir jetzt nicht wirklich sicher. Weil die haben gesagt, dass das Ganze am Sonntag verschwinden wird. Deswegen, wenn ich da das Ganze wirklich zu 100% weiß, ob das Samstag auf Sonntag ist oder Sonntag auf Montag ist, werde ich dazu wahrscheinlich nochmal irgendwie was sagen im Community-Tab oder mit einem extra Video. Denn das Wichtige ist, der Skin wird dann verschwinden, aber dann nie wieder in den Shop zurückkehren. Das heißt, ihr könnt euch danach das Ganze nicht mehr kaufen. Wenn ihr euch das Ganze kaufen wollt, dann tut es jetzt, denn das Ganze wird wirklich nie wieder in den Shop kommen. Das Ganze hat Ninjas Frau bestätigt auf Twitter. Die hat da so einen kleinen Tweet geschrieben, dass das Ganze am Sonntag verschwinden wird und nie wieder zurückkehren wird. Deswegen, falls euch irgendwas davon gefällt, gönnt euch das Ganze. Wenn nicht, dann werdet ihr das Ganze nie wieder tun können. Und ich habe hier gestern was gesehen, also nicht gesehen, sondern das habe ich dann im Nachhinein gesehen, dass die Ninja-Spitzhacke ein Zweitstil hat, kann es sein? Also ich habe hier gestern irgendwas gesehen, dass die irgendwie den Stil wechselt. Oder habe ich mich da verguckt? Hä? Also ich habe gestern irgendwie was gesehen hier. Okay, nee, die hat kein Zweitstil bekommen. Dann habe ich doch nichts vergessen, hier im Shop-Video zu zeigen. Hat die wirklich kein Zweitstil? Nee, die hat kein Zweitstil. Nee, ich habe nichts vergessen zu zeigen. Okay, komisch. Ich dachte, ich habe da mich irgendwie anscheinend... Dann habe ich mich anscheinend wirklich verguckt. Okay, das soll es hier mit dem Ninja-Skin gewesen sein. Wie gesagt, kauft euch das Ganze. Vergesst nicht, Creditcode Fairus einzutragen, falls ihr euch irgendwas aus dem Shop kauft. Danke für euren Support. Jetzt blenden wir mal den Creditcode weg und gehen mal auf YouTube. Denn der Trimix hat hier mal wieder was sehr, sehr Krasses erstellt. Und zwar einen Season 3 Launch-Trailer. Das Ganze hat er selber erstellt. Also es ist jetzt kein Fake-Trailer. Es ist einfach nur ein Konzept, den er selber kreiert hat. Also er hat die Skins selber gemacht, er hat den Trailer selber gemacht, er hat sich nichts gedownloadet und in ein Video reingeschnitten oder dann ein komplettes Video daraus erstellt, aus den Videos, die wir schon kennen, so wie das manche YouTuber machen, die nichts selber erstellen. Und das Ganze werden wir uns jetzt hier mal gemeinsam anschauen. Ich habe schon bis Sekunde 6 oder 9 geschaut, keine Ahnung, aber ist ja egal. Ich muss mal ganz kurz Fortnite schließen, Leute. So, Fortnite ist jetzt zu, damit wir uns auf den Trailer konzentrieren können. Ich werde jetzt mal kurz mich muten. Schaut euch das Ganze in Ruhe an und danach werde ich so ein bisschen meine Meinung dazu sagen. Okay, sah schon sehr, sehr interessant aus, aber schauen wir uns mal das Video kurz weiter an. Ich mache das Ganze aber ein bisschen leiser, so. Kommt da noch irgendwas? There you guys go, this was my own Chapter 2 Season 3 Trailer. Yes, this is a concept that I created. Genau, ist ein Konzept, also es ist nichts Echtes oder so, das hat er einfach selbst erstellt. And it took several weeks to make and I put so much effort and... Okay, er hat 7 Wochen für... Ja... Gute 31 Sekunden, 32 Sekunden gebraucht. Also er hat 7 Wochen Arbeit in dieses Video gesteckt. Also ich weiß nicht, sehr, sehr heftig. Da kann man echt nichts dazu sagen. Ich habe ja schon mal auf ihn reagiert. Da hat er ein Battle Pass Konzept, ja genau, ein Battle Pass Konzept erstellt für die Season 3 mit diesen ganzen Skins hier. War auch sehr, sehr krass. Falls ihr das Video verpasst habt, einfach mal oben rechts auf das i klicken. Dort verlinke ich euch das Ganze. So yeah, please leave a like. Ja, also lasst auf jeden Fall Like da, Leute. Das Ganze ist in der Videobeschreibung verlinkt. Supportet den. Er steht auch kurz vor den 500.000 Abonnenten. Also lasst auf jeden Fall bei ihm ein Abo da. Ich abonniere ihn mal mit meinem Zweitkanal, was aber ein bisschen dumm ist, weil er dann einen inaktiven Abo hat. Aber ich schaue ab und zu hier rein, deswegen, na, so inaktiv dann doch nicht. Nicht Abo beenden, hä? Was sagt er jetzt hier noch? Ja, bei mir sind es ungefähr 60 Abonnenten. Also 60% der Abonnenten, nee, 60% der Zuschauer
die meine Videos gucken, sind keine Abonnenten. Also falls ihr hier neu seid, Leute, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Würde mich sehr, sehr supporten. Aber bei ihnen sind es 94, als ob. Das ist schon echt krass. Also 94, ich weiß nicht, ob das fake ist oder so. Aber 94 ist schon krass. Krass. Also er hat hier nämlich, wartet mal, ich kann es euch kurz hier nochmal zeigen. Er hat hier nämlich ein Battle Pass Konzept Video erstellt. Darauf habe ich auch reagiert. Wie gesagt, oben rechts auf das i klicken. Dann kommt ihr zum Video. Wie findet ihr diesen, ja, Launch-Trailer von der Season 3, also Konzept? Ich finde es schon sehr, sehr gut gelungen. Ist, wir können uns das Ganze nochmal anschauen. Vielleicht bewerte ich das Ganze nochmal ein bisschen besser. Weil ich habe ja fast gar nichts dazu gesagt. So, also hier sehen wir einen Grabstein. Wir machen das Ganze mal ein bisschen größer. Ist eigentlich 1080p eingestellt? Ja, ist es. Okay, Grabstein, ja, nichts Besonderes. Den Skin, ich könnte wetten, dass der zu 100% im Season 3 Battle Pass vorhanden sein wird. Der ist nämlich sehr, sehr schön. Ist es nicht Midas Tochter? Ich bin mir nicht sicher, aber im Midas Raum ist doch so ein Bild, ein Bilderrahmen mit diesem Skin drin. Oder nicht? Also ich glaube schon. Und die chillt hier gerade. Ja, Muskelkater. Vielleicht sind die ja zusammen, man weiß es nicht. Ja, das ist nur ein Konzept. Das ist nur ein Konzept, Leute. Das ist nichts Reales jetzt hier. Also real erstellt, ja, aber nicht für die Season 3. Okay, da hinten sehen wir einen Roboter, der wahrscheinlich diesen Kollegen da hinten gebaut hat. Also, wenn es wirklich hier so sein wird, dass die Map so ein bisschen mit Wasser voll ist und die Häuser so auf dem Wasser schwimmen und dass wir Unterwasserfights haben, das wäre nice. Aber bitte nicht zu viel Wasser, das habe ich schon mal erwähnt, weil sonst wäre das Ganze, glaube ich, ein bisschen auch too much. Und hier sehen wir No Skin. Guckt euch den mal an. Er chillt einfach im Wasser. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Er chillt einfach hier im Wasser. Wir müssen uns das Ganze nochmal anschauen, Leute. Also die chillt gerade im Bett. Sehen wir hier noch irgendwas Lustiges, Interessantes? Ein Sticker. Okay, das da hinten ist unspektakulär. Der Skin ist auch gar nicht mal so schlecht. Okay, sonst haben wir hier nichts mehr. Ein stinknormales Bett. Okay, hier ein bisschen Müll. Eine Mülltonne. Aber an sich nichts, was jetzt noch krass sein sollte. Okay, hier die Schwimmanimation. Also wenn das hier auch in der Season 3 vorkommt, also so ähnlich, wäre das Ganze auch schon sehr, sehr heftig, wenn man da so unter Wasser tauchen könnte, bauen könnte, so Sachen erkunden könnte. Ich weiß nicht, so Schätze finden. Oh, ist es der, ist es ein Skin hier? Das kann man wahrscheinlich sehr, sehr schlecht erkennen. Aber ist es hier ein Skin? Weil, na doch, 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 das ist ein Skin sogar, doch. Als ob, wir haben so ein kleines Easter Egg hier gefunden wahrscheinlich. Guckt euch das mal ganz genau an, ich mach mal Zeitlupe. Wie mache ich das hier, Wiedergabegeschwindigkeit? Ich glaube, man muss das so machen, oder? Ja, genau, genau. Schaut mal ganz genau hier in diese Ecke rein, wo die Truhe ist. Ganz genau rechts ist ein Kopf. Seht ihr den? Und der verschwindet. Na, wir müssen das Ganze sogar noch langsamer machen. Na, doch, man sieht es jetzt besser, man sieht es besser. Seht ihr hier den Skin? Und jetzt verschwindet er. Nochmal von vorne, ohne Maus. Na, ohne Maus, schaut hin. Und jetzt verschwindet er. Ich glaube, das ist der Lux-Skin und der geht jetzt dahinter. Ich glaube, das ist der Lux oder Lynx. Ich weiß gerade ganz genau nicht den Namen davon. Aber ich glaube, so heißt er. Das ist diese schwarze Katze aus dem Season 9 Battle Pass. Da war ja vor kurzem auch ein Skin im Shop, der genauso aussah. Vicky hieß der, ich bin mir aber gerade nicht sicher. Was sehen wir hier noch Spezielles? Also den Skin finde ich sehr, sehr schön irgendwie. Ist ganz nice mit der Taucherbrille. Gab es nicht, nee, warte mal. Deadpool hat doch die Taucherbrille an, oder? Im Deadpool-Raum. Ich war da schon so lange nicht mehr drin. Ist das hier eine neue Waffe? Die er vielleicht selbst designt hat. Die sieht auch nicht schlecht aus. Also wenn die neu ist, wahrscheinlich schon, weil ich habe die noch nie gesehen. Hier haben wir natürlich Schwarze Ritterin, sehr, sehr nice. Aquaman, wahrscheinlich die passende Frau dazu, sehr cool gemacht. Also den finde ich cool, finde ich sehr, sehr heftig, auch heftig, auch heftig, auch heftig. Also seine Konzepte sind meiner Meinung nach wirklich die besten auf ganz YouTube, die jemals erstellt worden sind. Sonst sehen wir hier noch irgendwas. Komm, wir strecken jetzt das Video mit Absicht auf 10 Minuten. Wir haben jetzt hier noch ganz genau 30 Sekunden. Noch irgendwas hier reinsprechen. Dann haben wir auch die 10 Minuten voll. Okay, Epic Games Logo. Oh mein Gott, oh mein Gott. There you guys go. This was my own. Ja, genau, jetzt redet er wieder. Aber sonst haben wir wirklich, glaube ich, nichts
verpasst, oder? Hier beim Trailer, wir haben ein kleines Easter Egg entdeckt. Nö, wir haben... Was gräbt ihr hier eigentlich aus? Das würde mich doch kurz interessieren. Okay, man sieht es gar nicht. Nee, man sieht es nicht. Okay. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Hoffe ich doch mal. Wenn ich irgendwas verpasst habe, falls ihr was gesehen habt, was ich nicht gesehen haben sollte, schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem Video.